Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de zu einem mal etwas anderen Video. Hinter mir seht ihr sie schon, dort oben die Color Magic von Color Line. Und dieses Mal nehme ich euch mit auf Mini-Kreuzfahrt mit einer Fähre. Ist jetzt für mich das dritte Mal, dass ich diese Reise mache. Das erste Mal, dass ich euch mitnehme. Also schaut einfach mal, was es so zu sehen gibt. Es ist mal ein bisschen anders als sonst. Normalerweise bevorzuge ich ja die warmen Fahrtgebiete mit Sonne. Heute hier Mitte November in Kiel. 5 Grad und etwas Regen, also mal ganz was anderes. In Oslo ist morgen auch Regen angekündigt, aber es wird trotzdem sicherlich ganz interessant. Also viel Spaß! So, der Weg vom Bahnhof ist auch total unkompliziert. Ihr folgt einfach der blauen Linie auf dem Boden und seid noch ungefähr 10 Minuten dann hier direkt am Norwegen-Kai. Und dann findet ihr hier diese Self-Service-Check-In-Automaten. Da könnt ihr einfach eure Buchungsnummer eingeben und dann kommt dann auch hier schon die Bordkarte raus. Die ist so ein bisschen anders als auf einem normalen Kreuzfahrtschiff in Papierform. Aber das geht ruckzuck und dann seid ihr auch schon direkt da. Und ab 13.15 Uhr ist dann Boarding. Es ist jetzt 13.15 Uhr und jetzt geht es auch direkt an Bord hier über diese Gangway auf die Color Magic. Und dann werde ich gleich einmal kurz die Kabine anschauen und den Koffer dorthin bringen und dann hoch aufs Pooldeck oder an die Observation Lounge, je nachdem, wie das Wetter dann gleich ist. Und dann geht es auch los Richtung Oslo. So, da bin ich jetzt an Bord hier und das ist jetzt hier schon mal so die Promenade, wo man jetzt bei Royal Caribbean Royal Promenade zu sagen würde. Und auch hier ist es so, dass man dort oben Kabinen buchen kann, quasi Außenkabinen, aber nicht mit Blick nach draußen, sondern eben Blick hier auf die Promenade. Kabine 10567 ist meine Kabine. Das ist eine 3-Sterne-Innenkabine. Es gibt ja insgesamt 3 Kategorien, einmal 3-Sterne, 4-Sterne und 5-Sterne auf diesem Schiff. Und das ist jetzt quasi eine 3-Personen-Innenkabine. Man kann dort noch 2 Betten runterklappen und dieses Sofa wird dann auch abends einmal zum Bett umgewandelt. An sich, ja, relativ geräumig, wenn die Betten halt runtergeklappt sind. Man sieht dort links nochmal einen kleinen Kleiderschrank mit ein paar Bügeln. Hier einen Fernseher und noch eine Minibar. Und hier ist dann einmal das Bad. Gut gefällt mir ja hier, dass es eine Kabine, also eine Duschkabine gibt und nicht keine Vorhänge quasi. Das ist ganz gut, aber natürlich halt, ja, 3-Sterne-Niveau trifft es eigentlich ganz gut. Funktionsmäßig für 2 Nächte auf jeden Fall in Ordnung. Das An- und Ablegen kann man hier bei schlechtem oder kaltem Wetter wunderbar aus der Observation Lounge auf Deck 15 beobachten. Ansonsten ist es natürlich draußen viel schöner, also im Sommer oder bei Sonnenschein ganz klar oben auf dem Pooldeck, aber ansonsten auch hier in der Observation Lounge wirklich sehr schön. Absolutes Kreuzfahrtflair kommt dann hier hinten in dem à la carte Restaurant auf, denn hier hat man wirklich ein sehr hochwertiges Ambiente geschaffen und vor allem ganz tolles Highlight hinten, diese große Glasfront, denn da kann man direkt aufs Meer schauen und hat die schöne Aussicht hinten auf die Heckwelle und ansonsten wirklich sehr, sehr hochwertig wirkend und das Essen schmeckt bestimmt auch ganz gut. Es ist jetzt etwa 18.30 Uhr am Abend und wir passieren jetzt die große Beltbrücke. Da vorne kann man sie leicht erkennen, in der Dunkelheit natürlich etwas schwierig. Wenn ihr im Sommer fahrt, auf jeden Fall nochmal interessant anzusehen, auch vom Pooldeck, oder Pooldeck ist es ja hier nicht, vom Außendeck oben zu sehen. Die ist 18 Kilometer lang und hat sogar den höchsten Punkt Dänemarks ganz oben an der Brücke. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Hier vorne die Observation Lounge wurde jetzt extra abgedunkelt, um sich das einmal genau anzusehen. Jetzt ist es schon wieder Abend hier auf der Color Magic und ich gehe jetzt einmal in die Show Lounge. Da ist immer abends um 19 und 21 Uhr jeweils eine Show. Filmen darf ich leider nicht, aber ich berichte euch später, wie es war. Also die Show war gerade richtig gut. Wenn man mal bedenkt, dass wir ja eigentlich nur auf einer Fähre sind, die halt Mini-Kreuzfahrten anbietet, war das schon sehr, sehr gut produziert. Das ist eine Show, die extra auch für Color Line hergestellt wurde und produziert wurde. Und ich durfte ja leider nicht filmen, aber blende mal so ein paar Bilder ein. Das war nämlich erlaubt. Und also wenn ihr hier an Bord seid, schaut euch auf jeden Fall die Shows an. Das erste Abendessen gab es heute in der Pizzeria hier an Bord, direkt an der Promenade mitten im Schiff. Geschmacklich sehr gut. Wie man sieht, hatte ich hier eine Pizza mit Lachs, mit Räucherlachs und Rucola drauf. Das war wirklich geschmacklich sehr gut. Preislich ungefähr 13-14 Euro umgerechnet. Ist
jetzt in Ordnung für Schiff. Klar, an Land ein bisschen günstiger, aber vom Geschmack her auf jeden Fall war es das wert. Morgen Abend probieren wir dann mal das Buffet-Restaurant aus. Das ist allerdings relativ teuer, wenn man das hier erst an Bord bucht. 40 Euro umgerechnet muss man dafür ungefähr bezahlen. Aber wir werden morgen mal sehen, ob es das auch wert ist. Ja, das war dann auch schon Tag 1 hier auf der Color Magic. Wir waren jetzt gerade noch in der Bar und in dieser Nachtclub-Disco da oben, wo leider dann nicht mehr so viel los war. Und jetzt ist es auch schon gegen Mitternacht und Zeit fürs Bett. Also bis morgen. Guten Morgen hier von der Color Magic am zweiten Tag. Leider mit einer schlechten Nachricht direkt am frühen Morgen. Es ist jetzt 7:30 morgens. Ich bin eben aufgestanden, kam aus der Kabine und habe rausgeguckt und dachte so, Mensch, wir müssten doch eigentlich schon im Oslofjord sein. Das ist leider nicht so, hat auch einen Grund. Es ist auf der Stena Line heute Nacht um 4:30, glaube ich, ein Mann über Bord gegangen, habe ich gerade an der Rezeption erfahren. Sodass wir jetzt hier schon einige Stunden kreisen mit der Color Line und anderen Schiffen auch noch, um diese Person zu suchen. Ja, das geht natürlich immer vor. Wenn solche Fälle sind, müssen natürlich alle Schiffe in der Umgebung helfen. Wird sich jetzt natürlich alles verzögern, aber das steht dann ja ganz klar an zweiter Stelle. Nach 3,5 Stunden Suche hier im Skagerrak und leider keinem erfolgreichen Ergebnis setzen wir unsere Fahrt jetzt fort mit 23 Knoten Richtung Oslo. Die Ankunftszeit wird sich natürlich verzögern, ganz klar, es gibt noch keine genaue Ankunftszeit. Es gibt hier übrigens auch ein Spa- und Fitnesscenter auf der Color Magic. Hier sieht man einmal die Preise. Also fürs Fitnesscenter kostet ein Tagespass etwa 10 Euro, für die ganze Reise 15 Euro und der Spa-Bereich 15 Euro pro Tag oder 25 Euro für die gesamte Reise. Hier hat man dann beim Spa-Bereich Zugang zu den Geräten, Whirlpool, Sauna und den großen Zugang zu den großen Massagesesseln. Und es gibt noch einen Bademantel, Hausschuhe, großes und kleines Handtuch. Also das für euch zur Info, wenn mal so ein Wetter ist wie heute, da kann man das ganz gut nutzen. Der Hauptstadt von Norwegen. Leider etwas verspätet. Es ist jetzt 11:45. Das Schiff legt heute um 13:45 wieder ab. Also eine Viertelstunde länger, was jetzt ja nicht so großzügig ist. Aber 2 Stunden für den Landgang ist auf jeden Fall zu wenig, wenn man keinen Ausflug gebucht hat. Das lohnt sich jetzt nicht, hier irgendwie noch groß in die Stadt zu gehen, zumal das Wetter ja heute auch nicht so gut ist. Sodass wir jetzt hier die Zeit an Bord verbringen und dann nachher wieder direkt zurückfahren. Übrigens für viele ja auch ganz interessant der ökologische Aspekt. Hier in Oslo wird die Color Line mit Landstrom betrieben. Also die wird jetzt hier in die Steckdose gesteckt und 4 Stunden lang mit Landstrom betrieben, sodass eben hier die Abgase in der Stadt vermieden werden. Also ganz interessant für viele von euch, die sich für dieses Thema interessieren. Ganz vorbildlich, Color Line macht mit. Es ist jetzt auch schon wieder Mittagszeit und ich bin jetzt hier im Grand Buffet Restaurant. Das ist mittags etwas günstiger, es ist jetzt 20 Euro ungefähr kostet es pro Person. Abends ist es momentan relativ teuer. Es ist nämlich hier auch schon Weihnachtsprogramm, so wie man sieht. Weihnachtsmenü gibt es. Das kostet umgerechnet etwa 45 Euro pro Person ohne Getränke, sodass das dann doch schon ziemlich teuer ist und wir uns jetzt dafür entschieden haben, dann doch lieber heute Mittag zu gehen. Und das Essen sieht echt gut aus. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen, was es gibt. Das Mittagessen war gerade richtig gut, also für 20 Euro kann man das absolut empfehlen. Hat super gut geschmeckt, war eine sehr, sehr große Auswahl, auch vom Ambiente her durchaus sehr schön. Es kam dann zwar nachher eine etwas größere Tagungsgruppe, aber das war alles halb so wild, war ja genug Platz. Es hat sich dann nur etwas gedrängt am Buffet, aber das ist ja auch normal. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach Kiel, dann mit einer halben Stunde Verspätung abgelegt, sodass wir morgen dann doch pünktlich auf jeden Fall ankommen werden in Kiel. Und Wetter ist nach wie vor ja, sehr, sehr herbstlich bzw. winterlich. Es ist jetzt nur Mitte November und wir haben jetzt, glaube ich, 7 Grad haben wir gerade und sind jetzt wieder auf dem Weg nach Kiel.
Heute Nachmittag ist dann nicht mehr so schrecklich viel passiert, weil die Ausfahrt einfach regnerisch und kalt war. Habe ich mir dann oben aus der Observation Lounge angeguckt auf Deck 15. Jetzt ist schon wieder Showtime, also geht's ins Theater. Wie gestern auch darf ich nicht filmen, aber ich mache ein paar Fotos für euch. Auch die heutige Show war wieder richtig gut, absolutes Kreuzfahrtniveau, vielleicht sogar etwas drüber bei manchen Reedereien, also wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Übrigens gibt es auch alle 4 Monate eine neue Show, also wenn ihr hier Vielfahrer seid oder werdet, könnt ihr alle 4 Monate immer mal wieder eine neue Show gucken, auch auf beiden Schiffen, also auf der Color Magic und Color Fantasy, immer andere Shows, sodass ihr hier eine Menge Abwechslung geboten bekommt. Das ist wirklich schön. Ansonsten abends, was kann man hier so machen? Klar, man kann zum einen essen gehen, entweder im Restaurant, Buffet-Restaurant oder hinten in dem à la carte Restaurant oder eben auch hier auf der Promenade hinter mir. Da gibt es ja auch noch eine Pizzeria oder noch dieses Café, wo man noch ein bisschen was essen kann. Also hier gibt es durchaus noch Möglichkeiten. Ansonsten ist noch hinten auch am Restaurant noch Live-Musik. Hier auf der Promenade ist noch Live-Musik. Oben in der Observation Lounge ist auch noch Live-Musik. Und ab 23 Uhr gibt es dann noch die Disco in dem Nachtclub, wo gestern Abend leider nicht so viel los war. Mal sehen, wie es heute ist. Ansonsten ja, kann man hier natürlich auch ein bisschen sich entspannen und erholen. Also für jeden ist sicherlich was dabei. Guten Morgen hier an Tag 3 auf der Color Line. Wir sind jetzt wieder kurz vor Kiel und ich gehe jetzt erstmal hoch auf Deck 15 in die Observation Lounge, denn da gibt es auch belegte Brötchen, die man dort frühstücken kann. Alternativ gibt es hier auch, halt auch das Frühstücksbuffet. Das kostet, glaube ich, 199 Kronen, also etwa 20 Euro pro Person, plus Getränke natürlich. Für mich geht es jetzt einmal nach oben und dann schauen wir, was es da gibt. Die beiden Hälften haben jetzt 58 norwegische Kronen, also etwa 6 Euro gekostet. Dafür kann man hier halt auch mit schönem Ausblick dann das Frühstück genießen. Sind die 3 Tage hier auf der Color Magic auch schon wieder vergangen, denn ich bin jetzt hier zurück in Kiel. Um 10 Uhr ungefähr haben wir hier angelegt. Gleich geht es zurück zum Bahnhof. Mein Fazit zu den 3 Tagen ist noch, dass es auf jeden Fall lohnenswert ist. Es ist eine schöne Reise. Das Schiff ist auf jeden Fall für Fährverhältnisse richtig gut. Es gibt schöne Shows, es gibt tolles Essen. Insgesamt alles relativ hochwertig für Fährverhältnisse. Meine Empfehlung ist auch für euch, bucht vorher Halbpension, weil dann wisst ihr auch einfach, was auf euch zukommt von den Kosten her. Denn es herrscht halt norwegisches Preisniveau an Bord, es ist ein norwegisches Schiff, sodass dann halt Essen und Trinken doch teurer ist, als wir es so kennen. 50 Euro für ein Abendbuffet pro Person ist halt schon nicht wenig, und wenn ihr das vorher bucht und dann ist es auch etwas günstiger, dann habt ihr halt vorher die Gesamtkosten einmal im Überblick und es kommen keine bösen Überraschungen auf euch zu. Also wenn ihr hier in Norddeutschland oder so wohnt, ist es natürlich besonders ideal, weil die Anreise ist nicht so lang. Aus Süddeutschland für 2 Tage jetzt extra hierher zu fahren, ist natürlich halt schon ziemlich weit. Aber ihr solltet das auf jeden Fall mal ausprobieren und schreibt einfach mal in die Kommentare, wenn ihr es auch schon gemacht habt, wie eure Erfahrungen damit sind. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, euer Kreuzfahrt-Urlauber Fabian.